Hey, ich fang schon an, keine Ahnung. Okay. Die sind immer so voreilig, Mann. Oi, da was geht ab, Leute? Team Bubble Tier. Heute wieder mit einem Deckprofil aus dem Containment. Und heute haben wir den Hui. Und er stellt uns ein Gilgir-Deck vor. Nach der neuen Bandliste, November 2015. Jo, also, natürlich am Anfang haben wir erstmal dreimal gegen die Abwehr. Dann haben wir dreimal das Auto. Das ist das ganz normale Stand-Up-Line-Up. Und dann haben wir dreimal das Arsenal. Dreimal MK2. Einmal Getribiliano noch für das Gilgir, das jetzt auf 3 gekommen ist. Dann haben wir einmal Genix verbündete Vogelmensch. Damit kann man coole Kombos machen. Und kann man vor allem auch dann mit dem Getrieberiesen suchen und auch weitere Kombos machen. Dann habe ich einmal den Caesar nur und einmal den Ishikashi. Dann haben wir zwei Lexi für das jetzige Meta mit vielen Specials. Kann man vieles preventen, zum Beispiel Clown Blade oder VR oder sowas. Matrix, bevor du diesen anderen spielst du gar nicht, oder? Diesen Gilgir-Oga, dieser, weißt du, der 500, der kommt, und dann kannst du was auf die Hand nehmen? Nee, genau. Also nicht? Findest du nicht? Oder? Nee, nimm mir die Normal noch. Belly. Ja. Und es ist halt eine Karte mehr, mit der du bricken kannst, deswegen ich spiele so wenig wie möglich Karten, mit denen du bricken kannst. Das heißt, die will ich halt nur haben zum Special. Und so wenig wie möglich auf der Hand halt. Okay. Ist halt natürlich kacke, wenn du beides auf der Hand hast oder eins von beiden, aber ja, lässt sich halt nicht vermeiden, dass du brickst. Aber man hat halt so wenig wie möglich Karten, mit der du bricken willst. Dann haben wir Spell Lineup, haben wir zweimal MSC Main, einmal Yuki, einmal Soul Charge, einmal Instant Fusion, einmal Poke of Moon, einmal Begrenzt Entferner. Ist eine coole Karte für OTKs und vor allem bei Kosmo oder so, wenn du mal die Schiffe loswerden willst oder so und fürs OTK dann gehen willst, dann kommt die ziemlich gut. Entschuldigung, findest du Book of Moon im jetzigen Mitte gut? Weil gegen Red Spectre nicht zielbar und Cosmo meistens auch die zwei großen Schiffe auch nicht zielbar. Ja, das ist im Moment ist es eher schlecht, aber gegen so BA oder so ist es immer noch sehr gut. Okay, aber du kannst auch dann auf dein eigenes Ding dazu machen. Genau. Also es hat halt ziemlich viele viel Nutzen. Also du kannst es halt offensiv verwenden oder defensiv gegen Traps von deinem Gegner und findest halt immer noch keine Spiele. Dann dreimal gegen die Gier, ist natürlich klar, wenn die auch jetzt auf 3 ist. Dann haben wir noch defensive Traps, sind noch Destruction. Ist auch nicht mehr so super toll, aber ist halt eine Karte, die du chainen kannst und chainbar ist. Und gegen alles andere, so wie, keine Ahnung, Satella oder so, ist das immer noch gut. Ist vielleicht aber eine der Karten, die man rausnehmen könnte. Soul Warning ist dieses Format ziemlich gut. Also kannst die Störungen einfach verhindern mit Schiffen oder so. Wenn die kommen würden, könntest du es einfach verhindern. Genau wie Lester, die Trap-Tricks halt mehr. Ist ziemlich gut. Die meisten Monster kommen special. Und die targetet auch nicht. Das heißt, sobald ein Effekt oder so kommt, kannst du den auch irgendwie wegpoppen. Und mit dem neuen Ruling kannst du halt auch Effekte aktivieren, die halt sich im Grave resolven werden und deswegen ist auch die Okay. Einmal Finish Chain ist auch so eine Karte, die man diskutieren könnte man raustun, aber das Deck braucht halt immer ziemlich viel Schutz oder braucht ein bisschen Anlauf, deswegen Angriff anfalten und so weiter ist halt trotzdem TT kommt gegen BA ziemlich schlecht, aber dafür gegen alles andere ziemlich gut, weil es das viel so oder so vibe, egal ob die Schiffe jetzt kommen oder nicht. Und sie verlieren halt Ressourcen dadurch. Genauso Mirror Force. Der Gegner, wenn er kommt, also wenn irgendein bei Cosmo zum Beispiel ein Schiff kommt, dann ist er dazu gezwungen, schlechtere Plays zu machen oder erstmal die Runde aufzuhören. Hilft auch gegen alles andere, selbst BA mit seinen jetzt eher geringen Ressourcen stirbt davon dann. Dann haben wir die Stadtgate, einmal Vanities, kann man in fast jedem Deck jetzt spielen und würde ich auch in fast jedem Deck spielen, dass es kann. Zweimal Rivalry Main Deck, das ist ziemlich gut, finde ich.
Weil wenn man gegen Cosmo spielt, muss man halt eine Standby-Phase oder so aktivieren. Mhm. Sobald ein kleines Sea-Monster kommt bei Cosmo, kann er nichts mehr machen. Also er kann seinen Effekt nicht einfach chainen und weggehen, weil er kann nur Monster smashen, die den Typ Sea haben dann. Und das heißt, mit seinen kleinen Viechern kann er eigentlich gar nichts machen. Das gleiche ist, er kann auch nicht die Hut beschwören mit einem anderen Typen. Und das killt so gut wie jedes Deck, außer jetzt Satella könnte, würde schlecht sein oder Kli, sonst killt er eigentlich jedes Meta-Deck. Und ich habe sogar drei jetzt drin. Aber ich würde glaube ich nur zwei spielen. Also haben wir noch ein Makrokosmos, stirbt auch fast jedes Deck dagegen. Das, ja, BA, Satella, Cosmo verlangsamt es, aber es muss halt davor schon stehen. Ja, also Karten, die man raustun könnte, wären, oder diskutieren könnte, ob man die raustun könnte, wären die da. Und na, TT nicht, aber die beiden wären zur Diskussion, ob man die vielleicht raustun könnte. Die targetet, genauso wie Phoenix Chain, könnte man auch raustun. Also eventuell was anderes. Genau, also irgendwie Upstart vielleicht zum schneller machen oder. Oder halt irgendwelche anderen Konterkarten, Antikarten, je nachdem was rauskommt. Genau, das wäre das Main Deck. Jetzt haben wir zwei Getrieberiesen, weil ich Platz hatte und meistens auch immer beide rausholen kann. Haben wir ein Kastell zum Wegbekommen von nervigen Sachen. Dann haben wir für die Instant Fusion einen Noden. Und dann machen wir weiter mit Mixeeds. Dann haben wir einen Dweller für random Sachen wie Yang Xing oder BA oder sonst irgendwas. Ein Cowboy für die restlichen 800. Ein Emerald zum Zurückmischen der Sachen. Also meistens schaffe ich es ein oder zweimal die Getriebe-Frianus rauszuholen. Das heißt, die könnte man zurückmischen und halt jeweilige Exits oder Monster, die du halt schon benutzt hast, kann man halt wieder zurückmischen. Dann haben wir die Ptolemäus-Lineup. Da haben wir einmal den Ptolemäus selber, den Diamond. Ist super gegen im Main Deck oder im Extra Deck halt gegen Infernoid. Und Pleiades, weil ich halt kann, das mit Ptolemäus. Also Ptolemäus ist halt cool, du kannst entweder im Main Phase 2 einfach gleich den drauf tun oder warten, den dranhängen und dann halt einen Pleiaden drauf tun, je nachdem gegen was man spielt. Genau. Also, dann haben wir das Synchro-Lineup noch. Haben wir einfach Black Rose, weil jetzt eben der Exitorn schon weg ist und ein Nuke immer cool ist. Dann haben wir von den normalen auch noch Leo. Kommt man halt eben mit einem Gurei und einem Dreier-Tuner drauf, also entweder den Nishipachi oder den Vogelmenschen. Genau, den haben wir zweimal, weil ich einfach öfters auf den komme als mit dem Saisan, weil ich halt eben jeweils nur einmal von jedem Katakuri spiele. Und mit dem komme ich halt entweder mit dem Vogelmenschen oder mit dem Nishipachi. Dann haben wir noch einmal den Oredo, weil man halt einfach nicht so oft drauf kommt und die anderen Exit-Monster und so halt einfach besser sind. Was meinst du, wie hat das Gear das Deck gepusht oder wie hat sich das auf das Deck eingewirkt? Es hat es auf jeden Fall konstanter gemacht und du bist halt jetzt nicht mehr darauf angewiesen, immer nur deine Armor Set zu machen. Sondern du kannst deine Armor Set, selbst wenn du sie verlierst, durch Dark Hole oder so oder sonst so irgendwas, kannst du halt kannst du wieder halt ein Play machen, indem du die beiden durch Gear Specials. Ist halt konstanter geworden, weil das Deck, so wie ich es gebaut habe, ist ja eher darauf ausgelegt, den Gegner durch Floodgates zu nerven und andere Traps aufzuhalten und dann eben deine eigenen Plays durchzupushen und vor Game zu gehen. Also ist eher so Backrow.deck, so ähnlich wie Klee früher, nur dass halt Klee jetzt eben nur mit einem Scout nicht wirklich mehr lebendig ist. Jo.
Alles klar, danke dir. Super. Hey Jungs, servus. Ich hoffe, unser Video hat euch gefallen. Wenn ja, schaut euch die anderen Videos an. Ansonsten liken, subscriben, kommentieren. Checkt unsere Sponsoren ab, unten in der Beschreibung. Checkt unsere Facebook-Seite ab. Und nicht vergessen, leidet's nicht.